Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Part meines Terra Enigma Let's Plays. So, im letzten Part waren wir in den Great Lakes unterwegs und haben uns da so ein bisschen durchgekloppt und haben zum Schluss den mit seinem Flugzeug abgestürzten Erfinder Will entdeckt und gerettet. So, allerdings kann er uns jetzt nicht mehr so wirklich weiterhelfen. Denn ihm fehlen Flugzeugteile bzw. Metallteile. Und er hat uns einen kleinen Tipp gegeben, wo wir die finden werden. Und zwar in Yamai. Wo wir auch gerade hingurken. So, dann da geht's nun endlich weiter mit der Story. So, eben hier um das Kap rumgefahren. So, zack, 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 zack. Ein klein wenig dauert es noch. Du, 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 du. Ja, und wir haben ja, ich glaube, wie viele Städte müssen wir noch entwickeln? Seeheim auf jeden Fall noch. Goldküste, wo ich es jetzt gerade sehe. Liotto. Ja, da brauchen wir noch ein wenig Zeit für. Hier diese Städte Neo-Tokyo und Yamai, die sind ja sowieso schon so übelst entwickelt, da brauchen wir gar nichts mehr. So, wir sind jetzt in Yamai angekommen. Genau. Und hier gucken wir erstmal, was hier los ist. Ja, genau, gehen wir erstmal zu Tell. Ja, irgendwo war hier irgendwas. Was jetzt neu ist, story-relevant, ne, gucken wir mal. Wir haben ja schon mal in vorigen Parts einen Abstecher hier hingemacht. Aha, da ist was Neues. Hey, hier haben Männer keinen Zutritt, nur für Frauen. Diese Reisende ist plötzlich krank geworden, jetzt ruht sie sich aus. Selbst der beste Arzt der Stadt kann ihr nicht helfen, leider. Ist das nicht Frieda? Muss sie schützen, Melina. Selbst wenn ich sterben sollte. Oha. Der Arzt wohnt nördlich von hier. Er sucht nach besserer Medizin. Das scheint keine gewöhnliche Krankheit zu sein. Du musst zum Arzt. Ah ja. Gehen wir mal dahin. So, gucken wir mal, ob wir da irgendwas reißen können. Weil die gute Füde werden wir, denke ich mal, noch im Laufe des weiteren Abenteuers brauchen. Ich denke mal, der meinte hier. Rechts daneben war ja, glaube ich, dieser Otakulan. Genau. Hallo, bist du ein Freund des kranken Mädchens? Sie leidet sehr. Ein Fieber böser Träume plagt sie. Sie kann ihnen nicht entkommen. Nur eine Wurzel namens Ginseng kann sich von ihrer Qual erlösen. Otakus Laden hat früher Ginseng verkauft. Doch den gibt's nicht mehr. Leider auch ich bräuchte Ginseng. Was sagt sie hier? Er ist ein großartiger Arzt. Es gibt nichts, was er nicht heilt. Ja, okay, dann schauen wir mal in Otakus Laden nach. Wollen ja schnell wie möglich Füder retten. Genau, zack. Otaku hat einen Zwillingsbruder namens Wong. Sie waren Partner. Seit Wong weg ist, verhält sich Otaku seltsam. Ah ja, genau, stimmt ja. Wartet bestimmt wieder eine Quest auf uns. Was möchtest du? Natürlich Ginseng. Man sagte mir, dass du ein Kraut hast, das Ginseng heißt. Jemand ist erkrankt. Hast du noch etwas davon übrig? Ich verkaufe nichts mehr. Verschwinde jetzt. Warte. Vielleicht habe ich tatsächlich diesen Ginseng. Kommen wir ins Geschäft? Geschäft? Was meinst du damit? Ich habe einen Bruder, Wong. Einst waren wir Partner. Uiui, so eine Zwischensequenz ist es immer. Wong brach eines Tages auf. Keiner weiß, wohin er ging. Vielleicht ist er ja der neue Besitzer der Burg. Doch ich hörte auch Schlechtes. Man sagte, Wong habe Dinge gesammelt und sie zur Burg gebracht. Ich mache mir große Sorgen um Wong. Wahrscheinlich die Teile, die wir brauchen, wa? Ich gebe dir Ginseng. Kümmere dich um Wong. Wenn Wong Böses tut, muss man ihn aufhalten. Tust du das für mich? Ja. Du scheinst sehr besorgt um deinen Bruder. Ich werde nach ihm sehen. Das tust du? Welch nobler Zug! Das ist Ginseng. Es hilft gegen jede Krankheit. Gib es weiter. Arc hält Ginseng. Du hast wie eine Kakerlake, wenn er das so hochhält. Aber okay. So. Ja komm, jetzt halt das nicht wieder stundenlang hoch. Ich zähle auf dich. Ich glaube, mein Bruder ist auf Drachenfels. Ah, da geht's wieder in eine schöne Burg rein. So, dann gehen wir nochmal eben zum Mediziner. Ich hoffe mal, er kann da jetzt so ein schönes Süppchen draus kochen. So, und zack. Achso, müssen wir bestimmt wieder auswählen.
Genau. Und hopp. Diese Pflanze heilt Krankheiten. Aha. Hollerö, hier hast du Ginseng. Gib dieses deiner kranken Freundin. Sie soll es trinken. Das wird sie von ihren Albträumen befreien. Für alle Zeit. Versuch es. Okay. Ja, die mal mit ihrem Hollerö hier. Also da haben die Übersetzer aber wirklich lockere Hand gehabt, sag ich mal so. Dass sie das alles so machen durften. So. Gucken wir mal jetzt hier oben, ob wir hier jetzt endlich was machen können. Sagt die irgendwas Neues? Hey, hier haben wir. Achso, ja, wir dürfen hier nicht rein. So, dann gehen wir das mal wieder. Ich bin beim Arzt gewesen. Er sagt, dass die Kraft des Ginsengs den Albtraum von dir nehmen wird. Den Albtraum? Aber wie kann man ihn besiegen? Was willst du tun? Ja, geben wir ihr das Ding. Ich muss etwas tun. Sie leidet fürchterlich. Ah, gibt wieder das Ginseng. Was passiert denn jetzt? Uiuiui. Oh, wir sind in Stockholm. Hoheit, wir fanden keine Spur des Schatzes. Schweig! Der Schatz muss sich in dieser Stadt befinden. Der Bürgermeister hat eine Tochter. Finde sie und sperre sie ein. Ich werde gnädig sein, Fyda. Wenn der Bürgermeister uns weiterhilft, frage ihn nach dem Schatz. Wenn er sich weigert zu reden, dann töte ihn. Alle anderen sollen auch hingerichtet werden. Hoheit, es ist niemand außer den Dorfbewohnern hier. So, was? Sowas? Fyda, du weißt, was nun geschieht. Du kannst mich nicht ablehnen. Ich habe dich großgezogen. Greift an. Unterwerfung oder Tod? Ja, super Trumpf ausgespielter. Ach, ich hab dich großgezogen. Na, Fyda, was machst du jetzt, ne? Ich hätte mal interessiert, was in Stockholm da hinter der blauen Tür gewesen wäre. Weil hier ist sie jetzt anscheinend auch offen gewesen. Ich verstehe. Schau nicht so leidend. Das Schicksal hat uns zu den Hütern des Schatzes gemacht. Wir würden eher sterben, als das Versteck zu offenbaren. Ich würde jetzt mal interessieren, was das überhaupt ist für ein Schatz, wo hinter der König her ist und alles. Vernichte uns, oder sie werden dich vernichten. Aber wir haben nur ein Anliegen. Melina, beschütze unsere Tochter. Verzeiht, ich kann euch nicht retten. Es tut mir leid. Doch ich gelobe, dass ich Melina mit meinem Leben schützen werde. Ja, jetzt? Also... Und da kommt Ark. So, was können wir denn jetzt hier machen? Was weißt du schon, Ark? Ich habe Melinas Eltern umgebracht. Ich bin der Ursprung der Misere. Niemals werde ich wieder ein reines Gewissen haben. Du denkst sicher, dass ich böse bin. Nein! Das stimmt nicht. Du hast Melina mit bestem Gewissen beschützt. Das macht meine Taten nicht vergessen. Und nun? Willst du Melinas Bewachung einstellen? Reiß dich zusammen. Wenn du sie nicht beschützt, wer dann? Genau, Ark. Lies hier mal die Leviten, ey. Was ist denn da los, ey? Stop bitching. So. Ark. Prinzessin. Burg Drachenfels. Muss mich beeilen. Okay, da haben wir jetzt einen neuen Hinweis. So, können wir uns jetzt endlich wieder bewegen? Ja. Achso, die sagt nur wieder dasselbe. Ja, dann geht's jetzt nach Burg Drachenfels. Sie atmet jetzt viel gleichmäßiger und ist bald wieder gesund. Ja, ist doch schön. Haben wir schon wieder eine gute Tat vollbracht, ist es immer. So. Oh, da ist Perry. Hey, da bist du ja. Ich habe dich schon gesucht. Ich hörte, du hast Will getroffen, geholfen. Du bist sogar bis Jamai gereist, um dort Flugzeugteile zu besorgen. Das war sehr nett von dir. Deshalb werde ich mich dir anschließen. Nun, hast du etwas entdeckt? Ja.
Mir ist aufgefallen, dass Otakus Bruder Wong seltsame Dinge hortet. Er scheint in die mysteriösen Vorgänge auf Drachenfels verwickelt. Auch ich hörte es. Das hat mit dem Besitzer zu tun. Ich hatte es im Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Ganz recht. Lass uns die Burg stürmen. Keine Gnade. Holter, polter, polter, polter. Ja, dann eiern wir mal jetzt noch Drachenfels, wa? So, fertig. Sind wir auch schon da? Eine lange Reise. Das ist das Drachenschloss. Wirf ruhig mal einen Blick hin. Ja, Zum Starren ist keine Zeit. Weiter geht's. Alles klar, Bruder? Ich lenke sie ab und du schleichst dich in das Schloss hinein. Fertig und los. Yeah. Kommt wieder die fetzige Mucke. Genau. Wie der Wächter sich einfach nur mal in die falsche Richtung dreht. Auch nicht schlecht. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall bewegen. So, gucken wir mal eben kurz hier. Wow. Kommen wir hier rein? Oh, wir können hier sogar rein, aber wir können hier nichts machen, okay. Nochmal eben auf die, an der anderen Seite gucken, vielleicht liegt da hinten ein Kristall, ne? Ja, dann gehen wir auch ohne Umschweife jetzt hier in die Burg rein. Gucken, was uns hier Tolles erwartet. Aha. Keine Ahnung. Einfach rein. Oh. Ark wurde von einem Wächter entdeckt. Ja, anscheinend geht es hier nicht ums Kämpfen, sondern ums Schleichen. So, jetzt aber schnell hier. Nein! Ach, verdurch nochmal! Na egal, ich will jetzt einfach erstmal geradeaus gehen. So, hier kann ich... Ach Mensch, verdammt nochmal. Ich stelle mich aber jetzt auch blöd an. So, kein Problem. Komm schon. Jetzt muss ich da nur noch irgendwie an dem vorbei. Na? Los, dreh's. Oh! Jetzt dreh dich zur Seite! Genau. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp. So, was haben wir hier? Ach man, da wir ja sowieso nicht kämpfen, können wir mal hier unsere... falscher Knopf. Mal die Laufschuhe ausrüsten. Vielleicht können wir da so schneller... Genau, so sind wir ja wesentlich schneller. So. Okay. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Auch nicht schlecht. Hab jetzt gar nicht gemerkt, dass die Wand zu war. So, huch. Ah, nicht raus. Ganz, ganz schnell. Okay, das war jetzt echt ein bisschen komisch. Okay, hier, wir nehmen sogar überhaupt keinen Fallschaden. Naja, wir können ja mal eben gucken, ob wir vielleicht hier irgendwas drücken können. Vielleicht gibt es ja einen Geheimgang oder so. Oder weitere. Nee, doch nicht. Keine Ahnung. Ah, hier ist aber. Komisch. Ja, okay, dann ist das doch kein Dungeon mit Gegnern. Naja, schade, hätten wir mal wieder ordentlich leveln können, aber was soll's. So. Hier ist ein Kristall. Juhu! So, sollen wir. Ich denke mal, in der Eingangshalle wird es noch nach links und rechts gehen. Schauen wir aber gleich mal nach. So, gucken wir erstmal hier. Okay, hier ist ein Folterstuhl. Okay. So, was haben wir hier noch? Ah, eine Schatztruhe. Ah, ich sehe schon, da kommen wir von woanders ran. Ran. So, hier ist auch alles zu. Oh, was haben wir denn hier noch in der Mitte? Hier geht es auch noch hoch. Oh! Uiuiui. Ark, Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen! Bitte, hilf mir! Da, wir sind sofort zur Stelle! Oh, no! Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Eine Illusion, das kann ja nur... Ja, Mylin schon wieder, ist immer... Das hast du davon! Du hättest nicht rumblödeln sollen! Fühlst du etwa Reue? Nö. Kleines Plag, ey. Was?
Du miese kleine Hexe! Lass mich hier raus! Sofort! Was? Du wagst es? Du bist ein kaltherziger Dummbeutel! Nebenbei, ich arbeite für Mr. Wong. Er gab mir den Befehl, Arkis für immer... Achso, er gab mir den Befehl. Arkis für immer in diesem dunklen Kerker gefangen. Ark wird hier sterben und verrotten. Dann fühle ich mich besser. Boah, dieses kleine Bastardkind, ey. Ach so, eine Zwergendame ist eine Frau. Sie sieht witzig aus. Anstatt dauernd zu quatschen, sollten wir lieber einen Ausweg suchen. Hey, immer locker bleiben, nur keine Panik. Ja, der hat doch gar nichts gemacht, dieser blöde Fluffy. Außer nur mal blöd rumgelabert. Na gut, er hat mich in Schloss Toronia über die Dächer geschubst, aber mir auch nicht. Gute Güte, warum habe ich es immer mit Dummköpfen zu tun? Oh Mann, ich bin super sauer. Leg ich mich erstmal auf den Boden, genau. Boah, ich bin so sauer, ja, leg ich mich erstmal hin. Oh, ist das jetzt die richtige? Was ist denn jetzt los? Uiuiui, ah, das ist anscheinend Wong und dieser Roy. Verdammt, was ist denn da schon los? Puh, endlich habe ich dich gefunden. Du führst etwas im Schilde. Du willst König Olaf meucheln. Ich suchte dich überall, Melina aus Stockholm. Du Schuft, du hast meine Eltern und alle Dorfbewohner umgebracht. Das stimmt nicht. König Olaf sammelte Informationen, ohne Erfolg. Nun ist es meine Aufgabe, Informationen und Geld zu liefern. Anscheinend sind das auch nur irgendwelche Hintermänner. Das ist das Gleiche. Ich weiß nicht, wer hinter dir steht. Aber deine Leute ermordeten unschuldige Menschen. Holle Rö, das spielt doch keine Rolle. Wer im Weg steht, stirbt. Eines Tages werden nur noch die richtigen Leute leben. Du interessierst dich für den Schatz dieses Dörfchens? Genau. Genug Quatsch geredet. Sag jetzt die Wahrheit. Überleg es dir gut. Ich will dir nicht wehtun müssen. Hey, Wache! Pass auf das Mädchen auf! Ich traf dich auf Schloss Luir. Du warst ein Bewerber um die Hand der Prinzessin. Zusammen mit diesen Männern hier, oder? Wer weiß. Ich bin ein Vagabund, der für eine Handvoll Taler schuftet. Ich schlage Frauen nur ungern. Halte also die Klappe. Das wird ja immer mysteriöser. Was haben die da wohl für einen Schatz bewacht und wer steckt alles dahinter? Hey, Ark! Hör auf zu schmollen! Ich höre oben etwas! Na und? Wer soll uns helfen? Diesmal haben wir den Kürzeren gezogen. Wenn es dir hier so gut gefällt, will ich mich nicht beklagen. Ich dachte, wir lassen uns etwas einfallen, anstatt herumzujammern. Ein Geräusch? Nun, lass es uns ausprobieren. Wo kommt das denn her? Ist da jemand? Sagen wir niemand so aus. Hier ist niemand. Du hast sicher Halluzinationen. Diese Stimme. Ark? Ich bin es. Fida. Warte, ich befreie dich. Ah, zum Glück. Nicht, dass wir jetzt da hier unten versauert werden. Nimm die Kette und klettere daran nach oben. Juhu! Schwupp, schwupp, schwupp. Achso, jetzt sind wir in dem Raum, okay. Du hast dich nicht sehr geschickt angestellt. Was geschah? Na, wir sagen's. Aber toll. Nichts Besonderes. Dieser unnütze Knopf ist an allem schuld. Nun gut, doch was treibt dich denn hierher? Es ist gefährlich hier. Warum bist du hier? Ah, naja, wir sind mal der Retter hier. Du sagtest, Prinzessin Melina war hier, als du im Fieber lagst. Ich fand mich plötzlich hier wieder. Ich weiß nicht warum. Aha, dann stimmt alles überein. Du machst mir Mut. Die Prinzessin ist nicht hier, aber im Westflügel war eine Sackgasse. Ich gehe in den Ostflügel. Sei vorsichtig. Ja, gut, dann gehen wir auch mal in den Ostflügel. Folgen wir ja einfach mal. So, beschleunige mal ein bisschen, genau. Schmeißt er uns hier wieder raus.
sparen wir uns mal ein bisschen den Weg. Dann geht's jetzt mal nach Osten. So, können wir hier unten irgendwas machen? Will ich irgendwas kaputt machen? Nö. Okay, dann gehen wir jetzt in den Ostflügel. Jetzt bin ich hier vorbei. Oh, das war doof. Ja, das war ziemlich doof. Bevor wir hier nach Osten gehen, gucke ich nochmal, was ist hier überhaupt in der Mitte hier oben. Gar nichts. Okay, können wir nichts einrennen? Auch nicht schlecht. Können wir vielleicht hier in der Fackel irgendwas machen? Nö. Ja, dann muss ich jetzt hier irgendwie vorbeikommen. Jetzt geh doch mal ein bisschen da weg. So, jetzt aber.